Ich glaube, wir sind uns alle einig, er ist der GOAT des Fußballs. Wie würde aber seine Karriere aussehen, wenn er nochmal 17 wäre? Das finden wir heute heraus. Dafür spielt er wieder bei seinem Jugendclub Sporting und das wieder auf dem rechten Flügel. Im ersten Jahr sind die Favoriten auf dem Ballon d'Or Mahrez, Grealish, Benzema und Lionel Messi. Und gewonnen hat Riyad Mahrez. Hier im Hintergrund seht ihr noch das Team des Jahres, hauptsächlich aus Manchester City-Spielern bestehend. Am Ende der Saison konnte Sporting auf den zweiten Platz landen, punktgleich mit Porto, besseres Torverhältnis, mehr Tore, aber vermutlich einfach den direkten Vergleich leider verloren. Ärgerlich. In der Champions League war im Achtelfinale gegen Atalanta Bergamo Schluss und am Ende hat Paris Saint-Germain die Champions League gewonnen. Cristiano Ronaldo sind in seiner ersten Saison 29 Tore direkt schon gelungen und 2 Torvorlagen. Er ist hoch auf eine 82 und ich würde sagen, er ist bereit für den nächsten Schritt. Und für seine zweite Saison steht er bei Arsenal unter Vertrag. Wie er letztens im Interview gesagt hat, stand er kurz vor einem Wechsel damals. Deswegen hat er sich diesmal aber entschieden für Arsenal. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or sind diesmal Neymar, Messi, Vlahovic und Gomez. Und gewonnen hat Lionel Messi. Hier im Hintergrund seht ihr noch das Team des Jahres, vor allem mit Paris und Bayern Spielern. In der Liga war Arsenal absolut bodenlos. 9. Platz am Ende, nur richtig weit weg von den europäischen Plätzen. Und auch im Pokal war es überhaupt nicht gut. Runde 4 war dort Schluss und am Ende hat Leicester City diesen gewonnen. In der Conference League lief es auf jeden Fall besser, dort ist man aber im Finale gegen Real Sociedad gescheitert. Individuell konnte Cristiano Ronaldo aber überzeugen, in seiner ersten Premier League Saison sind ihm 20 Tore gelungen und er ist hoch auf eine 86. Und weil Cristiano Ronaldo überzeugen konnte in der zweiten Saison, aber Arsenal sich nicht für die europäischen Wettbewerbe qualifiziert haben, wechselt er zu Paris Saint-Germain und er spielt kommend mit Neymar und Messi an einer Seite. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or sind diesmal Jota, Salah, Oyarzabal und Neymar. Und gewonnen hat Mohamed Salah. Hier im Hintergrund seht ihr noch das Team des Jahres, diesmal mit vielen Paris- und Liverpool-Spielern vorhanden. Leider noch nicht Ronaldo. In seiner ersten Saison bei Paris Saint-Germain konnte Ronaldo direkt schon den Ligatitel gewinnen, im Pokal saß leider nicht so gut aus, dort war im Achtelfinale Schluss und am Ende hat Lenz diesen gewonnen. In der Champions League ist man knapp im Halbfinale rausgeflogen gegen Real Sociedad, die auch dann am Ende das Finale gewinnen konnten. Und Cristiano Ronaldo konnte auf Anhieb überzeugen in dieser Saison. Als Flügelspieler sind die 35 Tore und 5 Torvorlagen gelungen und er ist hoch auf eine 91. Und weil diese Kombi Messi, Neymar, Ronaldo, die wir auch gerne in echt sehen würden, so gut geklappt hat, bleibt er natürlich eine weitere Saison bei Paris Saint-Germain. Und dieses Jahr gehörte Cristiano Ronaldo auch das erste Mal zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or neben Vlahovic, Oyarzabal und Phil Foden. Und Cristiano Ronaldo hat es geschafft, schon den ersten Ballon d'Or zu gewinnen. Wie zu erwarten, ist er ebenfalls auch im Team of the Year vorhanden. In der Liga war es diesmal etwas knapper, aber am Ende hieß der Meister Paris Saint-Germain. Im Pokal war leider im Elfmeterschießen gegen Bordeaux Schluss und am Ende hat Monaco diesen gewonnen. In der Champions League war leider im Viertelfinale Schluss gegen Barcelona und am Ende hat Manchester City diese gewonnen. Ronaldo konnte immerhin wieder überzeugen, 31 Tore, 11 Torvorlagen diesmal und er ist hoch auf eine 93. Ronaldo war auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und dafür wechselt er zu Real Madrid. Hier im Hintergrund sehen wir noch das wirklich kranke Team von Real. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or sind diesmal Felix, Vinicius Junior, Foden und Grealish. Und gewonnen hat Foden am Ende. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team of the Year, hauptsächlich von Manchester City-Spielern. In der Liga lief es auf jeden Fall sehr gut. Dort konnte man souverän die Liga gewinnen. Im Pokal ist man leider im Finale gegen den Rivalen Barcelona gescheitert. In der Champions League ist man früh im Achtelfinale gegen Florenz knapp ausgeschieden und am Ende hat Manchester City ein weiteres Mal die Champions League gewonnen. Auch wenn Cristiano Ronaldo hier nur auf dem Flügel spielt, ist er mit Abstand der torgefährlichste Flügelspieler, würde ich sagen. 32 Tore, 8 Torvorlagen und er ist hoch auf eine 94. Selbstverständlich bleibt Cristiano Ronaldo eine weitere Saison bei Real Madrid und an dem Team hat sich auch nicht wirklich was verändert. Und auch in diesem Jahr gehörte Cristiano Ronaldo zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or neben Sancho, Foden und Vinicius Junior. Und Ronaldo hat es geschafft, seinen zweiten Ballon d'Or-Titel in dieser Karrieresimulation zu gewinnen. Selbstverständlich gehört er auch wieder zum Team des Jahres dazu. In der Liga musste man sich leider dem Rivalen aus Madrid geschlagen geben. 2. Platz hieß es am Ende für Real Madrid, aber den Pokal konnte man dafür gegen Sevilla gewinnen. In der Champions League war wieder Schluss im Achtelfinale, diesmal gegen Paris Saint-Germain und am Ende hat Wolfsburg einfach die Champions League gewonnen. In seiner 6. Saison sind Cristiano Ronaldo wieder 31 Tore und 6 Torvorlagen gelungen und er ist hoch auf eine 95. Und auch für die letzte Saison dieser Karrieresimulation bleibt Cristiano Ronaldo ein weiteres Jahr bei Real Madrid. An dem Team hat sich auch nicht viel geändert. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr sind Vinicius Junior, Karim Adeyemi, Ronaldo und Phil Foden. Und gewonnen hat Cristiano Ronaldo damit sein Ballon d'Or Nummer 3. Im Team des Jahres ist er natürlich auch vorhanden. In seiner abschließenden Saison konnte er immerhin nochmal den Titel gewinnen mit Real Madrid. Im Pokal war leider direkt schon Schluss gegen Valencia und am Ende hat Real Sociedad den spanischen Pokal gewonnen. Und in der
Champions League hat er es noch geschafft. Im Finale konnte man 3-1 gegen Tottenham gewinnen und damit hat Real Madrid diesen gewonnen und Ronaldo hat seinen ersten Champions League Titel. Lasst gerne ein Abo da, um weitere Spielerkarrieren in Zukunft nicht mehr zu verpassen und schaut euch gerne die letzten Spielerkarrieren an.